Hallo, mein Lieben, willkommen zurück zu die drei Fragezeichen und der Fluch des Flaschenteufels. Wir müssen mit Justus zurück zu Tante Mortilde und zu Justus Onkel Titus und ihnen erklären, was da oben so vor sich geht. Denn wir haben etwas herausgefunden beim letzten Mal und dann haben wir unseren Schrank aufgeräumt und naja, ihr wisst ja, was passiert ist. Wollt ihr beiden es euch noch vor der Flimmerkiste gemütlich machen? Wir haben kurz mit dem Gedanken gespielt, uns aber entschieden, ins Bett zu gehen. Es sei denn, du hast etwas herausgefunden, was bedenklich ist. Ja, doch. Zugegeben, ich bin neugierig, Tante Mathilda, und werde ein Auge auf unseren Gast haben. Er faselt vor sich hin, aber vielleicht meditiert er auch nur. Also sei unbesorgt und schlaf gut. Silver führt nur Selbstgespräche. Auf jeden Fall bedient er sich am Leitungswasser. Ja, vermutlich ist er Schauspieler. Als solcher muss er zwischendurch seine Kehle benetzen. Und die Flasche wäre eine Requisite. Okay, ich dachte jetzt, das Gespräch verläuft irgendwie anders. Ich dachte jetzt so, Justus so, oh mein Gott, das ist irgendwie so ein Satanist oder so, der beschwört irgendwelche komischen Leute und so. Deine Theorie in allen Ehren, Onkel Titus, aber mir wäre schon lieb, wenn ich mich mit eigenen Augen überzeugen könnte. Wenn Silver nicht aufmacht, muss ich wohl ein Loch in meine Wand bohren. Na, das lässt du schön bleiben. Ja. Ich weiß noch, was ich damals für eine Mühe hatte, eine Schwachstelle zuzugipsen. Du hast sie mit Mozart kaschiert. Erinnerst du dich? Ah, Oh, Wolfgang. da war ich noch klein und nicht lange bei euch. Aber stimmt, ein Erdbeben hatte einen Riss samt Loch entstehen lassen und du hast die Stelle meisterlich kaschiert. Aha. Eine Mütze Schlaf kann ich auch wirklich gebrauchen. Ab ins Bett, ihr geht ins Bett und ich stalk ein bisschen euren Dass du neuen mir jetzt bloß Typen da nicht auf durch die dumme Wand. Gedanken kommst, Justus. Ja, ach, ich. Ach, Loch in der Wand, was kann man da schon großartig machen? Dass du mir jetzt bloß. Eine Mütze. Tschüss, gute Nacht, Ich ciao. sollte das Mozart-Poster einmal näher inspizieren. Ja, los, Bruder, rauf mit dir. Gucken wir mal, was Wolfgang für uns bereithält. Wenn ich Mozart zum Durchbruch verhelfen will, muss ich das angeleimte Poster lösen, die Tapete dahinter abschleifen und darunter Teile der Gipswand abtragen. Die Was? Hilfsmittel sollten sich finden lassen. Okay, ich dachte, wir nehmen Wenn einfach ich das Poster Mozart zum weg. Durchbruch verhelfen will, ich lege erst los, wenn ich alle Hilfsmittel Ja, komplett habe. das dachte ich mir schon. Ich dachte, wir reißen einfach das Poster ab. Aber wohl nicht. So. Wir fangen mal hiermit an. So, Schleifpapier. Was ist da noch drin? Eine Axt. Ach, komm, das dürfen wir nicht mehr aufmachen. Ah, ja, okay, ich dachte. So, was will er machen? Er muss das Poster abmachen und dann irgendwie die Wand aufrauen. Können wir den wieder haben? Nee, brauche ich wohl nicht. Das Eukalyptusöl, das Onkel Titus bei einer Erkältung inhaliert, löst nicht nur Verschleimtes. Aha, auch Kleber. Sehr gut. Wunder, wunder, wunder praktisch. Dann, wir brauchen was zum Ablösen, was zum Abkratzen irgendwie noch. Ja, wobei, dann könnte das Schleifpapier eigentlich ausreichen. Wir gucken mal, ob das schon reicht. Ansonsten, was gäbe es denn noch irgendwo? Wir gucken noch mal so in die Küche. Vielleicht können wir in die Küche reingehen. Essig wäre auch gegangen, aber Zitronenwürze riecht angenehmer. Hauptsache, ich habe Säure, um Gips leidlich anzugreifen. Ebenst. Ja gut, ansonsten sieht es eher so aus, als wäre das schon alles, denke ich mal. Wir gucken mal rauf, ob er noch was braucht oder nicht. So. Also erstmal lösen wir den Kleber. Was? Komm schon, Wolfgang. Moment. Ich dachte. Wenn ich Mozart zum Durchbruch verhelfen will, muss ich das angeleimte Poster lösen, die Ja. Tapete dahinter abschleifen Ja. und darunter Teile der Gipswand abtragen. Ja. Die Hilfsmittel sollten sich finden lassen. Aber ich habe doch Ich drei. lege erst los, wenn ich alle Hilfsmittel komplett habe. Ach so. Okay, ihm fehlt offenbar noch was. Dann sagt er mir wahrscheinlich, wenn er alles hat.
Eine Socke vielleicht noch, ne, Justus, wie wär's? Was haben wir denn hier noch? Hat er noch irgendwas Brauchbares hier in seinem Fundus? Kalifornien verzeichnet zunehmend Brände. Nicht auszudenken, wenn wir eines Tages deswegen das Weite suchen müssten. Ja, das mit den Bränden ist natürlich eine traurige Wahrheit. Jetzt gucken wir nochmal. Also wir brauchen anscheinend doch noch irgendwas. Ich bin jetzt noch nicht sicher, was er sich da ausgedacht hat, was er da gerne hätte als Mittelchen. Müssen wir mal gucken, was der Justus am Schilde führt. Einen Lappen mit Zitronensäure beträufelt, hilft dank Grips gegen Gips. Genau, so wird hier draußen den Lappen hier vom Stuhl genommen. Und der hilft wohl auch. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das reicht. Oder ob er mir sagt, wann er soweit ist, ne? Wir gucken nochmal. Wenn ich Mozart zum Durchbruch verhelfen will, muss ich das angeleimte Post. Ich lege erst los, wenn. Nee, ich glaube. Ich glaube, er sagt mir, wenn er soweit ist. Na, mit der Cola, können wir da irgendwas ablösen? Nee, nicht. Klebeband. Ich weiß nicht, was er noch gerne hätte. Wenn ich Mozart zum Durchbruch verhelfen will, ja, muss ich das angeleimte Poster lösen. Ja, ja. Ich lege erst los. Okay, er legt erst los, wenn es soweit ist. Das ist auch löblich eigentlich von ihm, ne? Einen Lappen mit Eukalyptusöl tränken, befreit die Atemwege und verhilft der Detektivarbeit zum Durchbruch. Okay. War es das? Ich meine, wir haben jetzt hier nochmal so ein altes T-Shirt. Haben wir uns aus dem Schrank geholt. Ich habe alles beisammen, um Mozart nicht nur mit Blicken zu löchern. Ah, okay. Dann fangen wir mal an. Ich dachte. Dann will ich der Wand mal zu Leibe rücken. Ah, okay. So einfach geht das. Das ist ja cool. So, also wenn ihr mal wissen wollt, wie man Poster, die man nicht mehr haben möchte, schnell entsorgen kann. Ja, so einfach. Und dann verschwinden die im Nether. Die werden dann in eine andere Dimension gebeamt quasi. So, dann machen wir mal ein bisschen rau hier. Ui. Ja, wer hat denn hier was hingemalt? Wenn das mal nicht der kleine Justus war. Das ist ja süß. So. Jetzt wird es kritisch. Bloß nicht auffallen. Was war das? Da war nichts. Ein Zeichen? Ich spüre deine Präsenz, teuflische Macht. Gott, der hat sie doch nicht mehr alle. So ein verrückter Typ. Oder Typ? Wir wissen es nicht. So. Na, reicht das noch nicht? Ich meine, wir haben doch hier schon super viel abgelöst. Ah, jetzt. Ein finsterer Geselle, der wohl kaum in die Kategorie Schlafwandler gehört. Ich würde gern durchgucken. Ah, yeah. Silver hat tatsächlich etwas von einem Piraten an sich. Ein Holzbein. Nein, eine moderne Prothese. Das erklärt das sonderbare Stampfen vorhin. Er scheint seine ganze Aufmerksamkeit der erworbenen Flasche zu widmen. Er wirkt wie berauscht. Ein Seesack und geheimnisvolle Lektüre bei Kerzenschein. Wen haben wir uns da bloß ins Haus geholt? Oh nein! Ausgerechnet jetzt! Oh! Halt ein oder ich komme rüber, Störenfried! Er hat auch den geilsten Handy-Klingelton. Du hast den denkbar ungünstigsten Moment für deinen Anruf gewählt. Alles gut? Hört sich an, als hättest du den Leibhaftigen gesehen. Unser Gast nennt sich John Silver, hat von Onkel Titus eine Flasche erworben, sich verletzt und als Vorsichtsmaßnahme eine Übernachtung bei uns erwirkt. Er führt sonderbare Rituale durch. John Silver? Der Tote aus dem alten Papageienfall?
Justus Jonas, willst du mich auf den Arm nehmen? Mitnichten. Dieser John Silver ist ein anderes Kaliber, Zweiter. Und er hat soeben das Gästezimmer verlassen. Und nun? Folgst du ihm? Zumindest habe ich einen Grund, ihn anzusprechen und mich als Gastgeber nach seinem Befinden zu erkunden. Du hörst wieder von mir. Nun aber hinterher. Ja, los, los. Mal sehen, was er vorhat. Jetzt haben wir die ganze Wand ruiniert. Was ist da los im Gästezimmer? Ach du meine Güte. Ich kann doch all die Kerzen nicht unbeaufsichtigt brennen lassen. Ja, dann können sie ausmachen. Ah, da ist auf jeden Fall ein eigener Wasseranschluss. Der ist eigentlich ganz cool. Ich dachte, wir machen sie aus. Oder was ist denn da vor? Ich dachte, kann ich pusten? Puh, bringt nichts. Sein Sesak hat er hier gelassen. Ja, und jetzt willst du sie nicht ausmachen? Also er... Ach so, er weiß nicht wie, oder was? Ja, ich habe jetzt nichts da, um ihn zu ersticken hier. Außer vielleicht unsere Cola-Flasche. Ja, dann gehen wir mal runter, oder? Ah ja, okay. Hey, er ist wahrscheinlich raus, hä? Er ist wahrscheinlich raus. Ist er raus? Solange im Haus offene Flammen züngeln, bleibe ich hier. Ach, Justus, komm schon. Was ist mit Wasser hier? Ja, wie will er die denn jetzt ersticken? Wir brauchen einfach was zum Flammen ersticken. Hier. Den Kerzenlöscher. Okay, komm, wir löschen die Kerzen. Der Typ ist ja jetzt schon über alle Berge, mein Lieber. Also wirklich. Warum habt ihr auch hier so viele Kerzen rumstehen? Also das ist ja gemeingefährlich. So viel offene Flammen. Hätte sie jetzt nicht alle auspusten können? Nun mögen die Gestirne selbst und das geliehene Licht ihrer Sonnen auf Erden bezeugen, wie prachtvoll deine Macht gedeiht in den Tränen kummervoller Seelen. Ja, gerne, aber... Silver hat seine Aktivitäten hinter das Haus verlagert. Seine Aktivitäten. Nichts wie hin. Ich dachte, ich muss erst die Kerzen löschen. Nichts wie hin, sagt er. Ja, komm, erst schnell die Kerzen löschen. So, und dann nichts pinnen. Aber einmal pusten jetzt auch getan, mein lieber Justus. So. Da waren es nur noch 3. Und eine... So, jetzt aber schnell hinterher raus aus dem Haus und ab nach hinten. Ah, er hat die Kerzen mitgenommen. Die können wir auch gleich nochmal löschen. Jetzt die Frage ist, wo steht Justus jetzt? Hier? Oder wo hat er sich jetzt versteckt? Oder ist er hier an ihm vorbeigelaufen? Hallo? Mr. Silver? Geht es Ihnen gut? Ja, hallo? Kann ich Ihnen behilflich sein? Kann ich Ihnen behilflich sein? Er redet nicht mit uns. Versuch das noch einmal und die See verschlingt dich mit Haut und Haar. Ei! Okay. Wie wär's hiermit? Niemand, absolut niemand legt sich mit Long John Silver an. Ja, ja. Ist ja okay, du kannst ja mal zutreten mit deinem Holzbein. Moment. Ja, es war taktisch ungeschickt. Was darf ich denn machen? Niemand. Ach so. Ich dachte, die im Schatten machen wir zuerst, aber offenbar im Kreis oder was? Das ist sehr interessant. Wir könnten uns auch auf alle Viere begeben und die Kerzen auspusten. Das wäre auch super. Was da wohl passiert, wenn wir das machen?
Oje, oje. Was passiert hier wohl, wenn wir die letzte Kerze ausgehen? Ich stelle mir das so vor, wie das in echt ist. Da steht der Typ da drin und Justus läuft so immer in kleinen Schritten und zur nächsten mit diesem Kerzenausmacher-Ding. So, und die nächste und noch eine. Gleich haben wir es. Und dann läuft er so im Kreis hier außen rum und noch eine. Der Typ nur so. So, weil dem das gar nicht auffällt, oder? Dass ich die hier ausmache. Also, wir hätten auch so den Gartenschlauch nutzen können, oder? Das wäre, glaube ich, auch effektiv gewesen. Sowas? Silva ist eingeschlafen. Okay. Narkoleptika? Jetzt nehmen wir sein Buch. Und dann nehmen wir die Flasche und dann gucken wir mal, was es damit auf sich hat, Leute.